Hallo, liebe Freunde des Hörkanals. Heute möchte ich euch mal wieder eins meiner LibriVox-Hörbücher vorstellen, und zwar den Roman An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Dieses Buch steht auch schon, solange ich denken kann, in unserer Familienbibliothek. So sieht es aus, schön in Leinen gebunden und trotzdem schon ein bisschen ramponiert. Es wurde 1929 einem Familienmitglied zu Weihnachten geschenkt und kam da mit einer Widmung, die ich so schön finde, dass ich sie mal vorlesen möchte. Und zwar lautet die folgendermaßen: Die Freundschaft ist die heiligste der Gaben. Nichts Heiligers konnt uns ein Gott verleihen. Sie würzt die Freud und mildert alle Pein. Und einen Freund kann jeder haben, der selbst versteht, ein Freund zu sein. Von Christoph August Tiedtke. Lasst mich euch kurz erzählen, warum ich mir diesen Roman ausgewählt habe, um ihn für LibriVox einzusprechen. Das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, da kam meine Mutter zu mir und meinte, sie habe diesen Schweizer Heimatroman in der Familienbibliothek wiederentdeckt. Da muss ich sie wohl ein bisschen mitleidig angelächelt haben, und da hat sie mir dann von der Wasserleitung erzählt. Es geht nämlich in dem Buch um eine Gletscherwasserleitung, die in schwindelerregender Höhe hoch oben an unzugänglichen Stellen in den Alpen, in den Bergen angebracht ist und ihren Verlauf nimmt bis ins Tal, das Gletscherwasser führt, wo es dann Bewässerungszwecken dient. Wenn man das hört, denkt man sofort an eine ausgeklügelte Ingenieursleistung. Das ist aber gar nicht der Fall, denn dieses Konstrukt, dieses bewundernswerte Konstrukt, beruht allein auf der Klugheit und auf der Findigkeit der dort ansässigen Landbevölkerung in einem Schweizer Dorf eben. Und das hat dann doch mein Interesse sehr geweckt. Und als ich angefangen habe zu lesen, gab es noch eine weitere Sache, die mein Interesse sehr geweckt hat. Und zwar das Spannungsfeld, in dem sich die Handlung des Romans bewegt. So zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt, Aberglaube und Verschwörungstheorien. Und dieses Spannungsdreieck, das kennen wir ja auch heute, das war vor 3 Jahren so. Und heute vor dem Hintergrund dieser Pandemie ist das erst recht so. Also eine ganz, ganz interessante Konstellation, die einen so einen Schritt zurücktreten lässt und miterleben, wie es denn möglich ist, dass Verschwörungstheorien immer wieder auf fruchtbaren Boden fallen. Das hat mich sehr, sehr interessiert und ich hoffe auch, dass euch das interessieren wird und eine Sache sein wird, weswegen ihr vielleicht dieses Buch anhört. Ja, kommen wir einmal zum Handlungsort. Das Buch spielt in einem Dorf in den Schweizer Alpen namens St. Peter. Das ist ein fiktiver Ort. Das Dorf gehört zu einem Dörferverband, wo auch ein größeres Dorf Hospel dazugehört. Im Tal fließt die Glotter, wie gesagt, ein fiktiver Ort. Und es ist aber nicht so, dass wir uns jetzt vorstellen sollten, das sind so Hinterwäldler, die überhaupt von der Welt keine Ahnung haben. Stellt euch doch bloß vor, diese geniale Wasserleitung. Und die wird zum Beispiel benutzt für die Landwirtschaft, das habe ich ja schon gesagt, aber eben sogar zum Weinanbau. Das sind also schon findige, kluge Leute, die wir dort vorfinden. Dieses Glottertal ist sehr niederschlagsarm und deshalb ist eben die Wasserleitung von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Und wenn sie beschädigt wird, muss sie immer wieder neu repariert werden. Und das ist auch der Ausgangspunkt der Handlung, nämlich eine schwere Beschädigung dieser Wasserleitung durch herabfallende Gletscherlawinen. Die uralten Gesetze in St. Peter verlangen nun, dass ein Mann ausgelost wird, der dann die Reparatur in schwindelerregender Höhe unter lebensgefährlichen Bedingungen an der Wasserleitung vornehmen muss. Und in diesem speziellen Falle kommt es aber im Vorfeld dieses Lostages zu einem ganz miesen Trick, den der Präsident des Dorfes gegenüber dem Wildheuer Seppi Blatter anwendet. Dieser Trick zwingt förmlich Seppi Blatter dazu, dann diese Reparatur freiwillig sozusagen vorzunehmen, sich selbst zu melden. Und das ist also ein sehr gefährliches Unterfangen, wo man als Leser schon sehr, sehr mitfiebert. Und das führt uns jetzt gleich zu den Figuren des Romans.
Ich habe schon den Präsidenten erwähnt, aber ich möchte eigentlich mit einer anderen Figur anfangen, denn weil diese Wasserleitung im Roman ja so präsent ist, so sollte ich vielleicht zuerst den Garden nennen. Hans Zuhnstein in der Garde ist die Amtsperson, die für die Wasserleitung zuständig ist, für alles, was damit zu tun hat, also nicht nur anstehende große und kleine Reparaturen, sondern auch, dass die Wasserentnahme den Gesetzen gemäß vonstatten geht. Der Garde muss also eine sehr ausgleichende Kraft im Dorf sein, und das ist da auch im Roman eine ausgleichende Kraft. Und der Präsident, den ich bereits erwähnt habe, der den miesen Trick gemacht hat, der ist keine so ausgleichende Kraft, sondern eine sehr polarisierende Kraft. Er ist aufbrausend, er ist starrköpfig, wenngleich auch eine gute Führungsfigur. Er besitzt den einzigen Gasthof in St. Peter, den Bären, und er ist auch sowas wie ein Visionär. Er möchte also das Dorf und das Tal fortschrittlicher machen. Er möchte zum Beispiel Touristen nach St. Peter locken, was ganz und gar nicht bei jedem ankommt. Der Präsident hat eine hübsche Tochter, Binja, und diese Binja liebt den Sohn des Wildheuers Seppi Blatter. Das ist den der Präsident gezwungen hat, sozusagen durch seinen Trick, diese Reparatur vorzunehmen. Und Josi Blatter und Binja sind also die beiden Liebenden in der Geschichte, aber das ist dem Präsidenten ein Dorn im Auge. Und zwar einerseits wegen der niederen Herkunft des Wildheuersohns Seppi Blatter, aber andererseits hat das auch mit einer ganz alten Schuld des Präsidenten gegenüber der Wildheuerfamilie zu tun. Eine Schuld, die er jetzt nicht mehr gut machen kann. Josi Blatter, also der junge Mann, den Binja liebt, ist im Dorf als der Rebell bekannt. Aber dieser Spitzname mit der negativen Konnotation, der passt eigentlich gar nicht so recht zu ihm. Und den hat er mehr einer Intrige des Presi zu verdanken. Er passt vielleicht nur insofern, dass Josi doch anders ist als andere im Dorf. Aber in Wirklichkeit ist er ein ganz fester Charakter, ein wirklich guter junger Mann, wissensdurstig. Er möchte gerne die Wasserleitung in St. Peter so bauen, dass niemand mehr sein Leben bei der Reparatur riskieren muss, und so schließt er sich im Verlaufe der Handlung einem Ingenieur an, um das auch zu lernen. Also Josi Blatter ist vielleicht im Buch die vorwärtstreibendste, fortschrittlichste Figur. Und nun muss man natürlich aber auch noch den Gegenspieler des Ganzen erwähnen, und das ist der Kaplan Johannes. Das ist kein wirklicher Kaplan, er ist ein aus dem Kloster ausgeschiedener Mönch, der als Einsiedler lebt und trotzdem in die Geschehnisse des Dorfes nur allzu gerne von allen Seiten eingreift. Er ist jemand, der den Aberglauben der Bevölkerung immer wieder anheizt und der Verschwörungstheorien streut, zum Beispiel eben gegen Josi Blatter und gegen alles Fortschrittliche überhaupt im Dorf. Ja, und einen nicht unerheblichen Anteil in den Geschehnissen des Buches hat eben auch die Bevölkerung, so als Masse des Dorfes St. Peter. Die Bevölkerung ist sehr den Traditionen verpflichtet, hängt den alten Legenden und dem Aberglauben nach, und da sie sehr abgeschieden von der Welt leben, wenden sie sich auch zunächst gegen alles Neue, zum Beispiel gegen Touristen in St. Peter oder gegen eine moderne Gletscherwasserleitung. Und wenn man diese Bevölkerung, diese Landbevölkerung beobachtet, dann kann man eben auch sehen, wie und warum Verschwörungstheorien bei ihnen auf einen fruchtbaren Boden fallen. Also, ihr merkt schon, dass ich versuche, von der Handlung des Buches so wenig wie möglich preiszugeben. Und das hat damit zu tun, dass das Buch so unendlich spannend ist, dass es manchmal schon richtig weh tut. Und von dieser Spannung möchte ich euch auch nicht das allerkleinste Fetzelchen wegnehmen. Nur eins, aus der Sorge um die beiden Liebenden, Binja und Josi, kommt ihr die ganze Zeit nicht wieder heraus. Und ich habe jetzt mir überlegt, was ich euch als Hörbeispiel aus meinem LibriVox-Hörbuch vielleicht anbieten könnte. Und dabei ist mir eingefallen, dass die Legende um die Gletscherwasserleitung, es winden sich darum nämlich einige Legenden, weil sie schon sehr, sehr alt ist.
Und diese Legende wird im Roman so nach und nach weitergesponnen und weitererzählt. Und diese Legende habe ich euch mal als ein kompaktes Teil zusammengeschnitten und werde sie euch hier vorspielen. Und wenn ihr dazu hört, werdet ihr bestimmt verstehen, wie in diesem Dorf St. Peter das Sagenhafte und die Realität sich verstricken. Und das ist ein weiterer Grund, warum eben Verschwörungstheorien so leicht zu streuen sind. Also, das ist so lange her, dass es nirgends in den Büchern aufgeschrieben steht. Da gab es neben uns rechten Leuten im Glottertal noch Wildmännlein und Wildweiblein, die in den Wäldern wohnten. Es geschah nun, dass einer von den rechten Hirten ein Wildmädchen namens Gabrisa, das mächtig schön war, liebgewann. Ihr dunkles Haar reichte bis auf den Boden, ihr Gesicht war weiß und ihre Stimme tönte wie Glockenspiel. Allein ihrem Geliebten missfiel es, dass sie jedes Mal, wenn Vollmond war, zu den ihrigen in den Wald verschwand. Einmal brachte er nun am Tag vor dem Vollmond Wein von Hospel herauf. »Trink, Gabrisa«, sagte er. »Ist das güldenes Wasser?«, fragte sie, denn sie kannte den Wein nicht. Und er antwortete, »Ja, das ist güldenes Wasser.« Da trank Gabrisa und der Wein schmeckte ihr gut. Als sie in den Wald eilen wollte, trugen sie die Füße nicht. Sie schwankte, fiel und schlief ein. Als sie aber erwachte, sprang sie in den Wald, wandte sich noch einmal nach dem Geliebten um und sang ihm mit ihrer schönen Stimme zu. »Güldenes Wasser, das macht mir Pin, ich darf nit mehr deine Liebste sinn.« Das Mädchen war verschwunden. Aus Zorn über den Schimpf der Gabrisa und damit sie alle getroffen, banden die Wildleute die Wolken, dass sie ihr Nass nicht mehr über Hospel und die fünf Dörfer ausleeren konnten, wo der Wein, den sie getrunken hatte, gewachsen war. Die Rebberge verdorrten, Äcker und Wiesen standen ab, es trat eine große Hungersnot und ein großes Sterben ein, das nicht mehr aufhören wollte. Umsonst flehten die Hospeler die Wildleute an, dass sie den Bann lösen. Sie antworteten, das können wir nicht mehr, denn was geschehen ist, ist geschehen und der Fluch gilt ewig. Als die trockenen Dörfer sollt ihr bekannt sein im Land zu aller Warnung, und sie sprangen in den Wald. Zu jener Zeit nun kamen die Venediger ins Glottertal, gründeten das Schmelzwerk und gruben Blei und Silbererz, dass sie verschmolzen, bis das pure Metall in die Kannen rieselte. Für ihre Feuer, die nie ausgingen, brauchten sie gewaltig viel Holz. Als sie aber den Arvenwald zwischen der Brücke und dem Dorf zu schlagen anfingen, gerieten die Wildleute in große Angst, es würde die Zeit kommen, wo sie nicht mehr genug süße Zirbelnüsse, ihren liebsten Leckerbissen, fänden. Sie berieten lange hin und her, wie sie die Leute von St. Peter bewegen könnten, ihnen ein großes Stück Wald zu schenken. Eines Nachts erschien Gabrisa am Lager ihres ehemaligen Geliebten, lächelte und sagte, »Ich will dich und alle in St. Peter reich machen mit güldenem Wasser, das ihr gerne trinket, so ihr uns Wildleuten den Wald an der Talhalde zwischen dem Dorf und der Kapelle schenkt, wo die Zirbeln wachsen. Saget denen zu Hospel, dass wir Wasser auf ihre verdorrten Reben, Felder und Wiesen führen wollen, wenn sie euch gutwillig ein Drittel ihrer Weinberge geben. Uns wilden den Wald euch zahmenden Wien, das soll treulich und ewig gehalten sehen.« Gabrisa verschwand. Schon lange hätten die von St. Peter gern Weinberge gehabt, aber die Reben wachsen nicht, wo die Gletscher sind. Darum ging ihnen, was Gabrisa sagte, zu Herzen. Sie redeten mit den Hospelern und den fünf Dörfern. Mürbe von der langen Not traten diese dem Handel bei, denn ihre Reben waren wertlos geworden. Wie Gabrisa gesagt, kam der Vertrag zustande und wurde beim Bildhaus von Tremis von den Abgesandten der Wildleute und der Dörfer beschworen. Nur wunderte man sich, wie die Wildleute das Wasser in die hohen Weinberge tragen oder führen werden, doch wusste man, dass sie in vielen Künsten erfahren waren. Man wunderte sich, wie die Wildleute Wasser in die Weinberge hinaufführen oder tragen werden, und viele Leute gingen nach Hospel hinaus, um es selber zu sehen. Die Wildleute fingen aber bei St. Peter zu arbeiten an. Sie hieben Bäume um und höhlten die dicken Stämme fast ganz aus, so dass breite und tiefe Kennel entstanden.
Den ersten legten sie an das Gletschertor, aus dem die Glotter ins Tal läuft, und dann viele Hunderte daran, den Anfang des einen in das Ende des anderen, immer fast eben hin. Von Zeit zu Zeit prüften sie, ob das Wasser hindurchfließe, und wenn es lief, so tanzten sie vor Freude und klatschten in die Hände. Alleweil sanft, alleweil sanft, riefen sie sich zu, und da ihnen der Boden des Tales zu rasch abwärts ging, zogen sie die Kennel den Berg entlang, so dass sie viel höher als der Talboden zu liegen kamen und sich hoch am Berg dahin wandten. Die Talleute wunderten sich, dass sich die Wildleute so viel Mühe gaben, sie wussten nicht, was werden solle. Die Wildleute aber riefen: »Sonne schien, ja, Sonne schien, macht die Ruchen Wasserfien!« Anmerkung des Herausgebers: Ruch, rau. Ende der Anmerkung. Wo ein Baum stand, der die Kennel beschattet hätte, fällten sie ihn. So zogen sie die Leitung der Sonnenseite des Tales entlang und hoch durch ihren eigenen Wald zwischen dem Dorf und dem Schmelzwerk, wo jetzt die weißen Bretter sind. »Dure führen, Dure führen, Zirble aber nit anrühren!« Anmerkung des Herausgebers: Zirble, Zirbelbaum, Arve. Ende der Anmerkung. So riefen sie sich ängstlich zu. Den Leuten kam es seltsam vor, dass die Wasserleitung im Wildmannli-Wald am Schatten gehen sollte. Sie aber sagten: »Er Wurzen gitt dem Berg den Halt, und wenn sie bricht, so fallt der Wald.« Anmerkung des Herausgebers: »Er Wurzen gitt, eine Wurzel gibt.« Ende der Anmerkung. So bauten sie die Kennel. Viele Kirchtürme hoch über Hospel kam das Wasser in die Weinberge, und vom langen Lauf an der Sonne war es ganz warm. »Aber es ist ja trüb, was sollen wir mit trübem Wasser anfangen?« murrten die Weinbergleute. Die Wildleute jedoch tanzten wie närrisch um die fertige Leitung und mahnten: »Trübe Wasser, güldige Wien, grabend gräben, lassend ziehen.« Die Leute folgten dem Rat, sie gruben Furchen zu den verdorrten Weinstöcken. Und siehe, die Reben grünten und trieben Schosse. Wo ein Tröpflein hinkam, sproßte das Gras, die Bäume schlugen aus. Das ganze Land um Hospel wurde schön wie ein Garten und prangte in Fruchtbarkeit. Die Leute standen da, die Eltern zeigten das Wunder den abgemagerten Kindern, die Greise weinten vor Freude und streckten die Hände ins Wasser, dass sie merkten, wie es riesele. Da rief einer: »O du heliges Wasser!« Und alle antworteten: »Ja, heliges Wasser, heliges Wasser!« Seither hat man die Leitung nie anders genannt. Die Dörfer des Tales St. Peter, Tremis und Fegunden und alle jene, die von dem Überfluss der Hospeler Wasser erhielten, traten zu einer Landsgemeinde zusammen. Sie beschworen, dass niemand das heilige Wasser letzen oder damit Vergeudung treiben dürfe. Sie setzten Verbannung oder Tod darauf. Sie legten das Landbuch an, in dem jedes Grundstück aufgezeichnet und ihm das Maß des Wassers bestimmt ist, das ihm zur Tages- oder Nachtzeit zugeleitet werden darf. Sie bestellten beeidigte Wächter, die nachsahen, dass keiner zu viel und keiner zu wenig vom Segen erhielt. Und alle 3 Jahre legten die Leute den Finger auf das Landbuch, das sie ewig halten, was darin stehe. Von da an hatten die von St. Peter Reben, die Wildleute aber zogen sich wieder tief in den Wald zurück. Das dauerte lange, lange Zeit. Die Menschen kamen auf die Welt und starben. Niemand wusste mehr etwas anderes, als dass die heiligen Wasser Jahr um Jahr Segen und Fruchtbarkeit spendeten. Unterdessen betrieben die Venediger den Bergbau. Sie lebten üppig und in Freuden. Das fröhliche Leben ging im Bären nie aus. Die von St. Peter wurden durch den Wein, den sie an den Bergen von Hospel pflanzten und den Knappen verkauften, sehr reich. Allein es kam die Zeit, wo die Bergleute alles Holz, das an den Talseiten wuchs, für ihre Feuer abgeschlagen hatten, und wegen der Lawinen und Steinschläge wuchs das Neue nur langsam nach. Der Holzmangel war groß. Der Wald der Wildleute aber, der so nahe am Schmelzwerk lag, stand in Schönheit und Pracht.
da boten die Venediger denen von St. Peter so viel lötiges Silber, als sie in 7 Wochen gewannen, wenn sie diesen Wald schlagen dürfen. Da man schon lange keinen Wildmann mehr gesehen hatte und die Leute glaubten, die Wildleute seien gestorben oder fortgewandert, so verkauften sie den Forst, der nicht ihnen gehörte, und die Venediger schlugen ihn. Manchmal, wenn die Bergknappen die Axt in einen der Bäume hackten, erscholl aber aus dem Wald ein Klagen, wie wenn Kinder weinen würden, und aus den Gebüschen hörte man das Geräusch der fliehenden Wildleute. Als die Knappen die Axt an die älteste Arve legten, überpurzelte der mächtige Baum, es klirrte, wie wenn im Boden eine Kette reißen würde, und ein Wildmannli, das erschreckt forteilte, rief: »Untrü, untrü, du machst großes Weh, jetzt hebt der Wald am Berg nit meh.« Anmerkung des Herausgebers: Hebt, hält. Ende der Anmerkung. Das war der letzte Wildmann. Nachdem die Venediger den Wildleutewald geschlagen hatten, kam an der Stelle, wo die große Arve gestürzt war, ein weißer Fleck, der Felsen, zum Vorschein und glänzte, als ob dort ein Stück Schnee nicht weggegangen wäre. Mit jedem Gewitter und jeder Schneeschmelze wurde der unheimliche Fleck größer. Die weißen Bretter wuchsen gespenstisch aus dem dunklen Erdreich, die Wasser wühlten die Furren, schlechte Jahre machten die Gletscher groß, und eines Tages wischte ein Gletscherbruch die Kennel der heligen Wasser, deren Befestigung immer schwieriger wurde, in die Glotter hinab. Anmerkung des Herausgebers: Furre, Furche, Runse, Steilschlucht. Ende der Anmerkung. Man sah darin die Strafe der Wildleute und nannte den Eisbruch die Wildleutlawine. Als die Wasser gebrochen waren, kehrte in Hospel und in den Dörfern wieder Dürre und Mangel ein. Der Zorn der Bewohner des großen Tales wandte sich gegen die Venediger und die Leute von St. Peter, da sie schuld an dem Unglück seien. Die Dörfer forderten sie durch Boten auf, dass sie die Leitung wiederherstellen. Doch wagte es niemand, an die senkrechten weißen Bretter hinaufzusteigen, Kennel darüber hinzuführen und sie zu befestigen. Da stellten die Hospeler und die Dörfer im Tal bei Tremis Wachen auf. Sie ließen niemand weder nach St. Peter hinein, noch von dort nach Hospel hinaus. Unglück über uns, klagten die von St. Peter, aus Mangel zogen die Venediger über die Schneelücke ab, das Bergwerk zerfiel und die Füchse wohnten in den Stollen. Die Not wurde immer größer, denn die kleinen Äckerchen, welche die Leute um das Dorf hin anlegten, gaben nicht genug Brot. Es fehlte das Holz und viele Bewohner erfroren im Winter. Der Pfarrer erlag der Seuche, die im Dorfe herrschte, niemand verkündete mehr das Wort Gottes. Da sagten die von St. Peter: Ehe wir gottlos werden wie die wilden Tiere, ehe unsere Kinder ins Leben treten, ohne Taufe, die Söhne und Töchter heiraten ohne Trauung, die Greise sterben ohne Beichte und Sakrament, wollen wir uns mit Gewalt den Talweg erzwingen. Mit Sensen und Gabeln fielen die Männer und Frauen von St. Peter über die Wachen bei Tremis und töteten sie. Aber in der zweiten größeren Schlacht, die beim Bildhaus an der Gemeindegrenze von St. Peter und Tremis geschlagen wurde, erlagen sie. Die Krieger aus dem großen Tal drangen bis ins Dorf vor, raubten und plünderten, und die Bewohner mussten sich ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben. Da kam ein großes Versprechen zustande, das für ewige Zeiten ins Landrecht aufgenommen wurde. Die von St. Peter sollen die heligen Wasser an den weißen Brettern vorüberführen und sie vom Gletscher an bis zum Bildhaus bei Tremis unterhalten, wie es das gemeinsame Wohl forderte. Dafür sollen sie ungehindert aus dem Tale verkehren können und ihre Weinberge zurückerhalten, die vorderen Dörfer aber sollen die Leitung von der Brücke an besorgen und Friede immer da wären. Jetzt wussten die von St. Peter, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als die heligen Wasser, sollte es auch alle Bürger kosten, an den weißen Brettern vorüberzuleiten. Sie bestimmten, dass das Los unter ihnen entscheide, wer von ihnen die großen Eisenringe, in die man Kennel hängen wollte, hoch an den grässlichen Felsen befestigen müsse. Des Losens war kein Ende, einer nach dem anderen stieg hinauf,
Schon waren 7 gefallen, das Wehklagen des Dorfes füllte das Tal und viele, die das Los noch verschont hatte, wanderten heimlich mit ihren Haushaltungen über die Schneeberge aus. Da war ein Ehrloser, Mathis Juhl mit Namen, der zu Hospel an einer Kette im Gefängnis lag, weil er einen anderen Mann im Zorn erschlagen hatte. Er anerbot sich, die Leitung herzustellen, wenn er dadurch seine Freiheit und Ehre wieder erlange. Man führte ihn an die weißen Bretter, und siehe da, ihm gelang es, die Reifen festzumachen und die Kennel zu legen. Die Merkhämmer klopften, das Wasser floss nach langem Unterbruch wieder fröhlich durchs Tal. Da wurde beschworen, dass jede Blutschuld gesühnt sei, wenn der Täter die heligen Wasser an den weißen Brettern aus dem Verderben rette. Alle 2x7 Jahre, bald ein paar Sommer früher, bald ein paar Sommer später, saust die Wildleutlauer über die weißen Bretter herunter und zerstört die Wasserfuhre. Immer muss dann ein Mann auf Leben und Sterben an die Felsen emporsteigen, dass er die Kennel wieder füge. Und geheimnisvoll waltet, wenn sich kein Freiwilliger meldet, darüber das Los. Liebe Freundinnen und Freunde des Hörkanals, ich hoffe, ich konnte euch für dieses Buch interessieren. Den Link zum Audio auf LibriVox werde ich euch wie immer in der Videobeschreibung hinterlassen. Und wenn euch mein Beitrag von heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder sonst wie mit dem Hörkanal interagiert. Ich danke euch recht herzlich fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal. Im August gibt es nämlich ein neues Thema. Da geht es um Sagen und Legenden. Tschüss bis dahin, eure Eva.